Yo Leute, was geht? Euer iOS Gamer wieder am Start mit MC4 Gameplay. Und ja, das Gameplay ist von mir erspielt, kann man fast gar nicht glauben. He. iOS Gamer wieder Server Gameplay erspielt. Auf jeden Fall habe ich jetzt für das Video und fürs nächste Video einmal wieder Gameplay. Und ja, ist auch nicht so schlecht. Auf jeden Fall, das Gameplay ist Hundstage, Team Deathmatch, 10 Spieler glaube ich. Ich wieder mit der Compact spielt, weil ich Ranked mit meiner Account nicht spiel. Und ja. Habe ich sonst noch was zum sagen? Eigentlich nicht. Jetzt kommen wir eigentlich gleich zum Thema. Also, was ich einmal ansprechen wollte, ist wegen einem Abo-Special. Also, mit einem Abo-Special muss ich mal noch schauen, wann das hier am besten ausgeht. Ich weiß, ich habe eigentlich schon 107 Abonnenten, aber ja. Ich muss schauen, wann sich das alles ausgeht und das auch mit den Abonnenten, wann die Zeit haben und alles. Das zu denen mal. Was dann das nächste ist, also die Spieler da, das sind voll die Noobs. Das waren zwei A-Levelige und dann ist ein Prestige auch noch reingekommen. Auf jeden Fall. Ja, meine 6 Tode waren eigentlich ziemlich beschissen, weil zweimal bin ich gemessert worden, zweimal bin ich von Sharpdeck umgebracht worden. Und zweimal von hinten, glaube ich, oder irgendwie so. Auf jeden Fall richtig kacke gewesen. Und hätte eigentlich, ja, ich hätte sogar einen Bomber geschafft, glaube ich. Artillerie, nein, noch Artillerie bin ich ja gestorben, genau noch. Auf jeden Fall, das zu den Gegnern. Dann, was ich auch noch ansprechen wollte, war wegen MC5. Also, das mit MC5 wird kacke werden bei mir, weil ich ja Display-Recorder habe und angeblich kann man mit Display-Recorder MC5 nicht mehr aufnehmen, nur mit so Elgato oder HDPVR. Und das wird dann richtig scheiße, weil ja MC5 kommt vor den Sommer und ja, ich werde, wenn ich mal Elgato oder so HDPVR kaufen würde, wäre das erst so Sommer, Herbst, keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre das dann richtig scheiße, weil ich dann nicht MC5 aufnehmen kann und MC5, glaube ich, wenn es wirklich gut wird mir das für Abonnenten für den Kanal bringen, aber wenn ich es nicht aufnehmen kann, habe ich dann ein großes Problem. Aber ich bin neugierig, wie sich das noch so entwickeln wird, bis MC5 wirklich draußen ist und dann kann ich selber schauen, ob das wirklich stimmt oder nicht. Und was ich dann auch noch sagen wollte, ist euch sicher aufgefallen, dass ich nicht YouTube jetzt den Namen habe, ich bin immer wieder in einem Clan. Und ja, da könnt's, also wenn's mit mir schreiben wollt auf Balringo, joint's in den Apex Clan, ja, weil da schreibe ich eigentlich am meisten, ich schreibe eigentlich bei meiner Gruppe nicht so viel, weil die eigentlich inaktiv ist und keiner was schreibt. Deswegen bin ich eher mehr in Clan aktiv, weil in der Metro-Gruppe bin ich gar nicht mehr. Und ja, da könnt ihr gerne reinjoinen, da können wir dann auch schreiben und alles. Und ja, eigentlich habe ich die Gameless, muss ich sagen, Shoki oder Shockwaves halt von Ballringo zu verdanken, weil er gesagt hat, komm, als Gamer, du musst mal wieder Gameplayer spielen für deine Abonnenten und dass wir mal wieder zocken. Dann haben wir gedacht, ja, warum nicht, tun wir mal wieder eine Runde. Und dann waren wirklich solche Noobs, das war unglaublich, wie die noobig sind, Alter. Na, ich hab eigentlich gedacht, ich bin so ein richtiges Noob, weil ich nicht mehr am Handy spielen kann. Aber anscheinend bin ich gar nicht mehr so schlecht jetzt da. Ich muss nur ein bisschen wieder reinkommen. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht keine Themen mehr, hey. Und das Gameplay geht 7,5 Minuten, denke ich. Ja. Was könnt ihr sonst noch labern? Also, ich könnt... So Leute, aber einen kurzen Cut setzen müssen, war gerade was. Auf jeden Fall, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Wie wär's, wenn ich zum Beispiel Blitz Brigade aufnehmen würde? Das könnt ihr generell auch noch aufnehmen. Da könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das sagen wollt. Ich meine, es ist nicht so ein gutes Spiel, aber ja, warum nicht einmal? Und ich weiß gar nicht, ist das bei einem iPhone 5 angepasst? Das muss ich mal schauen. Weil wenn das wieder so ein 4 Zoll Display hat, oder wie groß das iPhone 4S halt ist, oder 4, kann ich es nicht spüren, weil das ist mir eindeutig zu klein. Weil das iPhone 5 Größe geht gerade nur zum MC spüren, also das kleiner darf es auch nicht mehr sein.
Und ja, und was ich auch noch erwähnen wollte, MC3, ja, spiele wieder am iPad. Ich habe mir gedacht, warum könnt ihr es nicht einmal aufnehmen für euch, aber naja, Pech gehabt, weil am iPad, ich meine, so wenn ich spiele, leckt es nicht, aber wenn ich dann aufnehmen will, leckt es extrem, Alter, das liegt, weil das iPad Mini auf iOS 7 gejailbreakt ist, weil bei iOS 6 hat mein iPad, da war es in so einem Exit-Safe-Mode und ich habe alles gleich gehabt, aber es war die ganze in Exit-Safe-Mode. Deswegen habe ich es zurücksetzen müssen und das war dann iOS 6.1.3 und die hat mir dann nicht mehr jailbreaken können, weil über die Wartungsmodus, über iTunes habe ich das dann aktualisieren müssen und alles. Und deswegen, ja, geht das jetzt alles nichts mehr. Und was ich machen könnte, ich könnte zum Beispiel jetzt einen Jailbreak von iPad Mini runter tun und über Cloud Player runterladen, aber ja, ich muss nur schauen, weil wenn ich einen Jailbreak dann runter tue, weiß ich nicht, ob ich mehr aufgekriegt, oder? Normalerweise müssen sie schon wieder aufkriegen, aber ja, wenn es dann eh nur laggt, dann brauche ich ihn eigentlich eh nicht mehr auf, ich tue einen Jailbreak. Ich habe eigentlich gedacht, es wird sie vielleicht noch ausgehen, dass nicht so laggt, aber Pech gehabt, es geht nicht. Und ja. So, das waren jetzt eigentlich alle meine Themen, was ich ansprechen wollte. Nächstes Video kommt auch noch ein Gameplay von mir. Ich muss schauen, ob ich jetzt noch weitere Gameplays erspüre, sonst kommt wieder ein DCBS-Gameplay. Und ja. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich könnte ein neues Spiel machen, aber es hat mir dann doch nicht so taugt, weil im Ballerenga habe ich es dann einmal angekündigt, dass ein neues Spiel kommt, aber das mache ich jetzt doch nicht, weil es nicht so gut ist. Und das Geometrie kommt auch noch. Da könnt ihr auch gespannt sein, ob ich dann Level 2 schaffe oder nicht. Auf jeden Fall, das war's von meiner Seite eigentlich aus. Ich habe nichts mehr zum sagen. Nächstes Video wird wieder ein Video kommen, wo ihr ein Thema habt zum Reden, also ein Thema. Auf jeden Fall schaut's wie immer bei Twitter bei mir vorbei und bei Ballringo und auch beim Clan. Und ja, ich bin raus, Leute. Ciao.